Ach, Otto, gut, dass ich dich sehe. Sag mal, ich habe gehört, du willst bei dem Antrag der Linken zum Wahlrecht, da willst du, dass wir zustimmen? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Pass auf, du meinst das Wahlrechtsding? Ja, aber der ist von den Linken. Ist doch, wir machen doch nicht das Prinzip, die Erde ist eine flache Scheibe, Männer haben immer recht, linke Anträge sind immer dumm. Also pass auf, wir müssen in der Sache gucken. Wir müssen in der Sache gucken. Und gerade beim Wahlrecht, also da müssen wir ja nur mal der Großen Koalition zeigen, dass es so nicht ist. Obwohl er von den Linken ist. Obwohl er von den Linken auch ist. Aber mal ehrlich, wie ist das eigentlich mit den Linken? Wie geht man mit denen um? Kann man mit denen reden? Da reden wir mal mit jemandem, wo man das vielleicht nicht erwartet. Neben mir steht jetzt, und wenn man gucken würde, eine Etage tiefer, das ist einfach, weil er langer ist, hat auch Gründe, kommen wir auch gleich zu, Dietmar Bartsch. Dietmar, wir beide kennen uns jetzt auch schon lange, glaube ich. Ich glaube, 2005 bist du wieder ins Parlament gekommen. Du hattest ja auch so ein paar Schattenjahre, so wie ich. Ne? Wir waren beide schon mal raus und sind wiedergekommen. Ja. Also wir haben, glaube ich, beide den Ausweis ehemaliger Abgeordneter. Wer hat den schon? Ja, und ist im Parlament. Und ist im Parlament, genau. Ja. Was mich interessiert ist, reden mit Liberalen, also eigentlich sind wir ja der Klassenfeind. Ne? Ich bin ja sozusagen Neoliberaler, obwohl wir beide wissen, dass das ja eigentlich was ganz anderes ist, wenn man das historisch sich anguckt. Ja. Und du bist der böse Kommunist, was ja auch wieder nicht stimmt. Wie siehst du diesen Diskurs? Ich meine, wir reden jetzt hier und alle sagen, oh, die sind ja ganz nett zueinander, das ist ja alles eine Riesenshow, die die machen. Wie siehst du den Diskurs? Nein, eine Riesenshow nicht. Also erstens sind zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist das Persönliche. Und da sage ich, die persönlichen Sympathien sind nicht parteipolitisch geordnet. Also ich habe Leute in meiner Fraktion, die ich sehr schätze, die ich auch persönlich mag. Geht mir auch so. Sogar wenige Freunde. Mhm. Das andere, die mag ich eher weniger. Ja. Ich habe selbst bei der Union Leute, mit denen ich persönlich gut auskomme, die persönlich befreundet sind. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man politisch was ähnliches hat. Und natürlich gibt es eine gewisse Besonderheit. Wir waren halt gemeinsam viele Jahre in der Opposition. Mhm. Und das prägt natürlich, wenn man damals ja noch so eine riesige große Koalition hat, die alles entscheiden konnte. Ja, alles erdrückte. Die über zwei Drittel Mehrheit hatte, die im Bundesrat, wenn sie hier entschieden hatte, alles durchwinken konnte. Dann hast du natürlich, das verbindet dann und man versucht dann die parlamentarischen Möglichkeiten, verfassungsrechtliche Überprüfung von Gesetzen, gemeinsame Dinge, Anträge. Das ist ja eigentlich nicht typisch, dass Linke und Liberale teilweise auch mit den Grünen gemeinsame Anträge machen, gemeinsame Klagen machen. Oder wie jetzt aktuell zum Thema Wahlrecht einen gemeinsamen Gesetzentwurf. Ja. Das gibt es aber alles. Und ich glaube, dass das manchmal sogar ganz gut ist, wenn man einen persönlich guten Draht hat und in der Sache teilweise so meilenweit auseinander liegt. Und das finde ich eher angenehm. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich sage das jetzt mal so, um jetzt eine dritte Partei, der damalige Parteivorsitzende der SPD, Franz Müntefering, sagte mal zu mir, weißt du, die Idioten in der Partei sind, in den Parteien sind gleichmäßig verteilt. Ich bin in einer größeren Partei, also habe ich mehr Idioten. So. Also da ist was dran. Ja. Ich will es jetzt nicht eins. Nein. Da ist natürlich was dran. Und ich finde, man muss das voneinander lösen können. Man muss so miteinander reden und man muss im Parlament auch deutlich sagen können, Herr Fricke, sagen, geht's noch? Ja. Sind Sie für einen Irrweg und so weiter? Ja, wie können Sie nur? Das muss normal sein, weil das ist ja der Sinn und der Kern der parlamentarischen Demokratie, dass wir die Position so deutlich und klar und so kontrovers oder auch, wo es nicht kontrovers ist, eben übereinstimmend formulieren und auf der anderen Seite sehr wohl miteinander reden können müssen. Man muss immer dialogfähig sein. Das ist mein und persönliche Anfeindungen, glaube ich, dann eben vermeiden. Ja, man kann sagen, in der Sache machst du was falsch. So. Wobei das ja auch vorkommt. Das ist ja nicht so, dass es also... Ich habe schon Böses zu dir gesagt. Ja, aber es hängt ja immer davon ab. Für mich ist das immer so, wenn einer versucht, mir auf die Füße zu treten, trete ich ihm vor Schienbein. Wenn er es nicht tut, dann fange ich erst gar nicht an zu treten. Also das ist für mich so eine Regel, die ich versucht habe einzuhalten. Also, ich glaube, man kann erkennen, das eine ist die Frage, ob man sich persönlich sympathisch findet und wo man politisch für kämpft. Und ich glaube, genau das ist wichtig und das verlernen wir im Moment so ein bisschen in Demokratie, zu sagen, ich streite mich in der Sache, aber das verändert nicht mein Verhältnis zu meinem Mitmenschen. Und das müssen wir, glaube ich, immer wieder uns klar machen, dass das eine der tollen Errungenschaften von Demokratie ist, dass egal, wo wir herkommen, egal, welche politische Einstellung wir haben auf dem Boden des Grundgesetzes, man kann miteinander. Dietmar, ich habe noch mal eine Frage, die so ein Wessi so klären will. Rechte Hand zur Faust, linke Hand zur Faust, zum Gruß. Wo ist da der Unterschied? Kenne ich überhaupt nicht. Ja, der kommunistische Gruß ist mit der rechten Hand. Also kommunistisch. Das ist der kommunistische Gruß, ganz traditionell. Ja. Und das ist eher der Trotzkisten. Da sieht man den großen Unterschied. Kann man im Übrigen selbst bei sozialdemokratischen Parteien, wenn die hin und wieder in Großbritannien die Fäuste heben, erkennt man das schon sehr wohl.
Das wäre jetzt aber ein ganz neuer Podcast und ich brauche länger als eine halbe Stunde, das zu erklären. Aber wenn, dann ist meine Tradition schon die eher aus der rechten Hand. Aber vieles davon auch nicht mehr übrig. Okay. Danke dir. Also, tschüss. Auf und die Freiheit. Freiheit, ja, genau.